Hallo ihr Lieben, ja, ganz herzlich willkommen bei Taro bei Merlin. Mein Name ist Dirk, ihr kennt mich. Ja, ich habe heute, sende ich mal von draußen und nicht aus dem Studio, hätte ich fast gesagt. Und zwar im Hintergrund seht ihr einen See, ja, das ist der Franz-Felix-See hier bei uns. Es ist relativ kühl, aber eine unheimlich schöne Luft draußen. Ja, warum mache ich das? Weil wir jetzt sagen können, auf Wiedersehen. Und zwar auf Wiedersehen, lieber Steinbock, willkommen Wassermann. Wasser, Wasser. Ja, willkommen Wassermann. Und zwar gestern um 9.30 Uhr ist die Sonne in den Wassermann eingetreten. Venus und Saturn ebenfalls in den Wassermann. Und lediglich der Merkur und der Mond befinden sich noch im Sternzeichen Steinbock. Ja, spätestens Anfang der Woche werden wir den Wassermann, die Energie des Wassermanns auch immer deutlicher spüren. Er wird sich immer mehr deutlicher durchsetzen. Und ihr alle wisst ja, die Wassermänner sind Luftzeichen. Ja, das heißt, der Himmel ist die Grenze. Also ihr Lieben, ich sage es jetzt mal ganz offen, spinnt euch ruhig etwas zusammen. Seid wie Daniel Düsentrieb. Denn Wassermann steht halt für neue Ideen, für Kreativität, für Geistesblitze. Ja. Ja, und der Neumond, den wir heute bekommen werden, ne, der steht natürlich auch in der ersten Dekade im Wassermann. Daher wird diese Energie jetzt immer mehr werden. Ja, Uranus ist quasi aktuell noch der letzte Planet, der im Steinbock steht, hält an dieser Energie noch etwas fest. Aber um 21.53 Uhr quasi ist der Neumond im Wassermann. Und dann sind wir alle Wassermann. Zwar auch der Mond, der zwar noch im Steinbock ist, aber er wechselt natürlich dann auch in den Wassermann. Ja, ihr Lieben, stellt euch doch mal die Frage, ob Emotionen, Wünsche und Begierden immer so hilfreich für euch sind oder ob es manchmal vielleicht auch hilft, Abstand und andere hohe Ziele zu setzen. Das wäre so die Frage, was wir hier so haben. Ja, Venus und Saturn. Venus läuft schon im Wassermann, der Planet der Liebe. Ne? Und da gibt es demnächst auch wieder neue Liebeslegungen. Die aktuellen habe ich gerade schon hochgeladen. Ja, und dann geht es natürlich mit den Werten der Freiheit des Wassermanns voran. Allerdings wird der Wassermann noch etwas ausgebremst von dem Saturn. Ja, aber auch das wird sich am Sonntag ändern. Und zwar um 23.13 Uhr ist die Venus über den Saturn drüber. Und am kommenden Freitag tritt er dann in die Sternzeichen der Fische ein. Ja? Ihr Lieben, ja, das ist der 29-Tage-Zyklus, den wir immer mit Vollmond, Neumond und sowas als Neubeginn haben. Das soll es von mir wieder gewesen sein. Nehmt die Wassermann-Energie mal auf. Ich gehe auch mal ein bisschen aus dem Bild. Nehmt diese schöne Atmosphäre einfach nochmal mit. Ich nehme euch gleich wieder mit zurück in, ich hätte fast gesagt, in die Sendezentrale. Der ist so ein bisschen wie Tagesschau hier gerade. Und würde dann mit den einzelnen Legungen für euch wieder beginnen. Ja, und wie gesagt, das war so meine Idee, dass man einfach mal schaut, okay, wir haben jetzt die Energie des Wassermanns. Und das möchte ich euch natürlich hier auch zeigen. Ihr Lieben, in dem Sinne wünsche ich euch, wir sehen uns gleich wieder in die einzelnen Legungen. Alles Liebe, alles Gute. Bis gleich. Hallo, ihr lieben Skorpione. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen Reading für die Zeit vom 23. Januar bis zum 31. Januar 2023. Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der Skorpione. Was ist jetzt richtig und wichtig und welche Ratschläge, welche Themen darf ich hier weitergeben? Liebes Universum, gib mir bitte nur eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der lieben Skorpione. Tja, Dankeschön. Ja, ich mache jetzt eine andere Legung als sonst. Und zwar lege ich jetzt mit meinen 4 Kartendecks Karten aus. Wir fangen mit den goldenen Folie-Karten an. Und dann starten wir mit dem goldenen Universal Tarot und mit dem Telemark Tarot nochmal hinterher. Wir wollen mal schauen, welche Energien dann sich hier so spiegeln. Jeweils 6 Karten. Dann nochmal 6 weitere Karten aus dem Telemark Tarot. Und dann nochmal Karten aus dem Classic Tarot. Sind ein paar zu viele. Und von dem Golden Universal Tarot brauchen wir natürlich auch ein paar. Die oberste Reihe ist so deine Tendenz, wie es aktuell so bei dir aussieht. Mitte ist dann so der Ausblick, Ratschlag und was die Karten dir dann quasi alles noch so
an Ratschlägen mit auf den Weg geben können. Nicht müssen, können. Ne? Ja, bedenke bitte, Karten haben keine Macht über dein Leben. Und falls du nicht in Resonanz mit dieser Legung gehst, dann schau doch gerne nochmal in deinen Mondzeichen, Venuszeichen oder Aszendenten vorbei. Mach's bitte nicht zu deiner Legung, wenn es nicht deine ist, ja? 2, 3, 4, 5, 6. Ne, diese war's. Diese auch. So. Ja, ihr Lieben, dann decke ich mal auf. Wir wollen mal schauen, was die erste Reihe uns hier so sagt. Was für Energien wir hier so erwarten können. Okay. Ja, wir haben hier den Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen, da könntest du es zu tun haben mit einem Steinbock, Jungfrau oder Stier. Der steht erstmal für Ausdauer, Durchhaltevermögen, für Verlässlichkeit. Na, du kannst hier gelassen auf Dinge zugehen. Ja, das können im Beruf, das können Finanzen sein, also alles, was man konkret anfassen kann. Ja, möglicherweise wird dir auch jemand mit seinem Ratschlag helfen in diesen Bereichen. Beispielsweise Steuerberater bei den Finanzen und so weiter. Ne? Ja, wir haben hier drei der Stäbe. Drei der Stäbe, das ist das Element Feuer, Schütze, Löwe oder Widder. Und hier ist es so, dass du momentan in eine andere Perspektive gehst. Du schaust quasi, du hast hier eine Option, hältst du fest in die Händen. Du hast dich quasi auch schon entschieden und du hast quasi deine Entscheidung getroffen und losgeschickt. Und symbolisch gesehen schaust du jetzt auf das Meer und wartest, bis deine Schiffe wieder in den Hafen zurückkommen. Ja? Okay, dann haben wir hier die Königin der Schwerter. Ja, die Königin der Schwerter ist eine Energie, die hat ja ihr scharfes Schwert immer an der Hand. Das ist eine Frau, das könnte ein Zwilling, Wassermann oder Waage sein, die auf dich zukommt. Die kannst du auch schon kennen. Ja, sie ist vom Verstand her, kann die dich von Unsicherheiten, Verwirrtheiten, Abhängigkeiten befreien. Ja. Entscheidung kann sie unabhängig und frei treffen. Sie bewahrt immer einen sehr kühlen Kopf. Sie ist sehr wahrhaftig. Sie hat Stärke, Mut, Stolz und Idealismus. Das ist eine Person, die auch unabhängig ist. Das ist auch immer so ein guter Ratgeber. Ne? Jemand hat hier den Überblick. Ja. Da hast du hier das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen ist eine sehr schöne Energie. Hier kann es zum Beispiel um einen Neubeginn, eine Chance gehen, auch zum Beispiel im finanziellen Aspekt, aber auch in der Liebe. Das ist quasi, ja, wenn du ein Vorstellungsgespräch haben würdest und du würdest mich fragen, ob du den Job bekommst, ja, definitiv. Das geht auch für andere Dinge. Wenn du sagst, wie sieht es denn hier, ich habe da jemanden kennengelernt, habe ich da eine Chance? Es werden hier neue Türen aufgehen. Und wenn du siehst, da siehst du quasi unten schon den Weg, das Tor ist offen, da kannst du durchgehen. Münzenergie ist immer nur das Problem, das wird passieren. Das ist aber die langsamste Karte im Tarot. Ne? Deswegen brauchst du da auf jeden Fall Geduld. Ja, und das geht hier um die Liebe. Da haben wir nämlich 5 der Kelche, Element Wasser. Und du siehst ja, du guckst hier auf deine umgeschmissenen Kelche und du drehst dich gar nicht um, da stehen nämlich noch 2. Ja, es geht hier um das Thema Loslassen. Und zwar alles, was dein Herz berührt, was ans Herz geht. Und wenn du dich umdrehst und einen neuen Weg gehst, dann wirst du entdecken, dass du hier noch andere Optionen hast. Ja? Und wir haben hier die Karma-Karte. Das ist die Karte, das Gericht, die 20. Karte in der großen Arkana. Und das ist deine ergänzende Karte, ihr lieben Skorpione. Es geht hier um Erlösung. Ein Problem wird gelöst, du wirst erlöst. Es geht um eine Erneuerung, um eine Einsicht, um eine Entwicklung. Man könnte auch sagen, du bist in ein Wachstum gekommen. Im Liebesbereich wartest du hier noch auf eine Antwort, aber du weißt, es geht nicht ohne eine nötige Veränderung. Ja, und das ist dir hier deutlich bewusst. Ja, wir schauen mal weiter. Ja. Okay. Ja, dann hast du noch ein Ass hier im Deck. Das ist das Ass der Schwerter. Ass der Schwerter ist, könntest du es zu tun haben mit einem Waage, Wassermann oder Zwilling. Und die Karte steht für Tatkraft, für Klarheit. Das ist ja eine zielstrebige Karte. Soll auch sagen, du sollst einen Plan machen. Setz dich hin, mach einen Plan und setz ihn um. Und zwar nicht lange, extrem lange noch hinauszögern. Wenn der Plan steht, umsetzen. Ja, wie geht es hier weiter? Wir haben hier 5 der Kelche. Ja.
Fünfter Kelch hatten wir oben schon. Das ist die gleiche Karte. Die werden jetzt hier gespiegelt. Ne? Fünfter Kelche ist ja, wie gesagt, neue Wege gehen. Du musst dich nur umdrehen, zwei Kelche stehen noch und das siehst du momentan nicht. Ne? Wir haben es hier noch mit dem Feuerelementen zu tun. Das ist Schütze, Löwe oder Widder, wer auf dich zukommen kann. Und das ist hier so die Familienkarte. Ne? Das heißt, du hast hier was erschaffen. Es geht hier so Stabilität. Ne? Das ist was in Stabilität gegangen. Aber denk auch mal an dich. Ja, und wir haben tatsächlich was mit der Liebe hier. Das sind nämlich 8 der Kelche. Ja, 8 der Kelche, da du wirst neue Wege gehen. Aber du machst das nicht offensichtlich. Oder wenn du es jetzt noch nicht machst, dann rede da nicht von, dann mach das einfach. Und hier ist auch der Mond hier mit drin. Ne? Der macht das ja auch so im Versteckten im Mond. Und der Mond in der großen Arkana, die Karte 16, sagt ja auch immer, ja, das ist so der Vernebler. Treff keine Entscheidung, solange du noch nicht alle Fakten kennst. Ne? Und dann haben wir wieder als gespiegelte Karte das Gericht, die 20. Karte in der großen Arkana, spiegelt sich. Ne? Also eine Erlösung wird kommen, definitiv. Und wir haben den Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe ist natürlich eine ganz andere Energie als der Ritter der Münzen. Der Ritter der Stäbe ist eine sehr aktive Karte. Ne? Mit Zuversicht auf eine neue, unbekannte Situation zugehen. Das ist eine Karte, die steht für Impulsivität, für Spontanität, konkrete Bewegung. Es geht hier voran und zwar ist das eine sehr dynamische Kraft. Und Stabenergie, Schütze, Löwe, Widder, das ist eine sehr schnelle Energie. Das wird im Januar noch passieren. Ne? Wir schauen weiter. Wie es da weitergeht bei euch. Wunderschöne Karte. Die Karte die Sonne. Das ist die Karte der großen Arkana, die 19. Karte, dem Sternzeichen Löwe zugeordnet. Ja, das große Jahr im Tarot. Ne? Kinderwunsch ist hier auch sehr positiv abgebildet. Das Kind hier oben auf dem weißen Pferd sagt ja immer, es steht hier für Neues. Nicht für neue Babys, neue Menschen, auch für alles Neue. Ne? Neuer Job, neue Liebe. Für Klarheit, für großes Glück, was du hier erlangen wirst. Fruchtbarkeit ist hier definitiv möglich. Also du kannst hier mit einem sehr großen Selbstbewusstsein konkret handeln. Ja. Und die Sonne, das wird ja das große Glück quasi. Aber dich blockiert hier noch was. 10 der Stäbe. Du hast momentan hier sehr, sehr viel zu tun. Sehr hohe Belastung, sehr viel Stress kann auch bei der Arbeit sein. Dass du sehr ermüdend und belastend bist. Du machst und hast so das Gefühl, es geht nichts voran. Aber es kommt was voran. Aber du musst hier etwas aufbauen, dass du nicht in so einen Burnout kommst. Das hat auch was mit möglicherweise Ausnutzen zu tun. 3 der Kelche. Ja, du hast was zu feiern. Es ist ja was in Zufriedenheit gekommen. Ne? Das kann auch für ein Treffen sein. Es wird ja auf jeden Fall was gefeiert. Man ist glücklich. Man kann etwas feiern. Ist auch so die Datingkarte zu einem Treffen. Jedenfalls kommt hier was in Erfüllung. Das könnte ein Fisch, Skorpion oder Krebs sein, der hier auf dich zukommt. Hier würde ich aber sagen, da du ja selber Skorpion bist, ist das eure eigene Energie. Und der Ritter der Kelche, ja, steht für Liebe, Romantik, Sehnsucht, Kreativität und die absolute Verliebtheit. Hier kommt jemand auf dich zu. Das kann entweder ein Fisch sein, ein Krebs oder ein anderer Skorpion. Element Wasser definitiv. Oder aber es ist einfach nur, ja, das Element Wasser ist eine sehr sanfte Energie, dass jemand auf dich zukommt. Und der ist auch schon unterwegs. Wer könnte das sein? Das ist der König der Münzen. Und der König der Münzen, das ist jemand, der eine gute Erdung hat. Ja. Der kann Dinge sehr realistisch einschätzen, ist ein sehr realistischer Mensch, aber auch sehr materialistisch, weil er hat schon sehr viel erreicht. Wenn du männlich bist, dann kann das auch als Frau bitte umdrehen, ja? Ist aber jemand mit guter Erdung, auch durchaus Verantwortung, Zuversicht, Ehrgeiz, man kann mit ihm schon was Sicherheit auf die Beine stellen, ja? Und bei den ganzen Dingen haben wir noch den Pagen der Kelche. Und der Page der Kelche ist ja immer eine Karte für eine sehr unreife, noch schüchterne, unklare Energie oder Emotionen. Hör hier auf deine innere Stimme. Der Kelch, da ist ein Fischchen drin, der Fisch flüstert dir was zu und das ist deine innere Stimme. Da kannst du dich auch drauf verlassen. Ja, ja, wir nehmen nochmal eine Klärungskarte für euch, ihr lieben Skorpione. Eine Klärungskarte bitte noch für meine lieben Skorpione. Ja, danke schön. Ja,
Drei der Kelche kommen wieder. Dann kann ich auch die Legung jetzt stoppen, weil die Karten wiederholen sich nun. Drei der Kelche. Du hast ja definitiv was zu feiern. Es wird hier in Erfüllung kommen. Definitiv. Ne? Ich will nochmal eben schauen. Haben wir noch eine dritte Karte mit der 3? Ja. Drei der Stäbe. Schaut auch bitte nochmal nach der Engelszahl 333. Ja? Googelt das nochmal. Nach der Engelszahl 333. Ich werde euch nochmal vom Göttingeflüster eine Karte ziehen, ihr Lieben. Skorpione. Liebe wird auf dich zukommen. Aphrodite. Ja, die Liebe wird dich erreichen, lieber Skorpion. Und da drücke ich dir beide Daumen, dass die wahre Liebe zu dir kommt. Apropos Daumen, wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Like von dir. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, meine Videos klasse findest, du kein Video mehr verpassen möchtest, freue ich mich ganz persönlich über ein Abo. Hilft mir ganz besonders und du verpasst kein Video mehr von mir. Und wenn du mir was Nettes hinterlassen willst als Kommentar, da freue ich mich auch umso mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Januar weiterhin. Alles Liebe, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.